So, es geht weiter. Was liegt jetzt an? Wir sind in der Blütenburg City und... Ach ja, Mensch. Erstmal ein bisschen plappern. Es gibt viel... Mensch, was ist denn los? Entschuldigung. Es gibt viele Typen von Pokémon. Jeder Typ hat seine Stärken und Schwächen gegenüber anderen Typen. Je nach Typ des Pokémon kann der Kampf leicht oder schwer sein. Dein Hydropi ist beispielsweise ein Wassertyp. Es ist stark gegenüber dem Feuertyp, aber es ist schwach gegenüber den Pflanzen und den Elektro-Pokémon. Ja, das habe ich mir schon so leicht gedacht. Also mein Pokémon, eine Sinelberias, wurde in seine KB aufgefüllt. Oha. Ja, ja. Hallo, du, Trainer? Du hast ein wundervolles Lächeln. Danke. Ich habe ein Hobby. Ich sammle die Profile von Pokémon-Trainern. Nun, wie sieht es aus? Darf ich dein Profil sehen? Ja, weil du es bist. Jo. Ja, danke schön. Danke schön. Zeigst du mir jetzt dein Profil? Hab ich doch. was? Ach, ich bin groß in Pokémon. Was? Ich bin ein Status. Ich kapier's nicht. Was will die von mir? Ach komm, ich bin Trainer. Ich kapier echt nicht was. Ich kapier's nicht. Was will die Alte von mir? Ich muss kombiniere vier Wörter. Okay, ich bin Trainer. Ich Trainer bekommen groß. Ich hab kein Schimmer, was ich hier muss. Moment. Ich habe jetzt total keinen blassen Dunst. Ich bin. Ach komm, leck mich doch. Nee, ich mach das jetzt. Ich mach das jetzt. Ich bin ein Trainer. Ich hab kein Dunst, was ich hier machen soll. Meine Güte. Du bist dran. Ach komm. Trainer. Center. Groß, klein. So, jetzt reicht's mir aber bald. Status. Ich habe ehrlich überhaupt keinen Schimmer, was sie will. Was will die Alte von mir? Ich muss vier Wörter kombinieren, aber ich verstehe hier nur Bahnhof. Ach komm, ich mache das, wenn ich mal Heimweh hab. Oh, du bist noch nicht so weit. Nun, dann zeig es mir doch später. Ja, ja, wenn ich deine Logik raus hab, gerne. Computerbasiertes Pokémon-Lagerungssystem. Wer auch immer dies entwickelt hat, muss ein wahrer Zauberer sein. Ja, dann sagst du was. Alter Schwede, du gehst zu Ikea, eh? Du, Schätzelein? Wohin ist unser Heiko nur gegangen? Wir müssen doch bald nach Wiesenflur aufbrechen. Mann, Wiesenflur? Blütenburg? Alter Schwede, die Namen klingen ja wie aus
Skyrim. Nehmen wir mal an, du hättest zuerst Pokémon. Jetzt ein weiteres Fans, wie das automatisch in das Pokémon-Lagerungssystem gesendet. Okay. Ach, und das ist hier? Pokémon Arena von Blüsenburg City. Leiter Norman. Ein Mann, der nach Stärke strebt, hat die erste Arena. Stärke, ich denke Stärke. Hey da, bist du vielleicht ein Anfänger oder ein Trainer? Weißt du, was Pokémon-Trainer machen, wenn sie in einen neuen Ort kommen? Sie sehen sich als erstes mit der Arena im Ort an. Oh nö, ja komm, ich kann das selber. Ah. Schau, das ist die Arena von Blütenburg City. Das ist das Logo der Arena. Daran kannst du immer eine Arena erkennen. Ja, ist ja gut. Jetzt sag nicht, ich muss erst die Arena schaffen, damit ich an dir... Ah! Da bist du vielleicht nicht, ich bin nicht der, du hast mich noch nie gesehen. Hau ab! Nee, ich mag kein Händchen halten. Ich bin erwachsen. Nein, nein. Oh, ich bin gefangen hier! Ich bin gefangen, ruft die NSA oder wen auch immer. Hey, schönes Spiegelbild. Ja. Mann oder Frau? Mein Gesicht spiegelt sich im Wasser. Ein schimmerndes Lächeln der Hoffnung. Oder ist es der Ausdruck düsterer Stille, an dem die Angst nagt? Was siehst du in deinem Spiegelbild? Pickel und Haare. Waren wir hier schon? Ich glaube nicht. Hallo Leute, gibt's was zu essen hier? Ich hab Hunger, ich muss hier was essen. Oh. Mutter, gib den Hühnertopf rein, ich hab Hunger. Nee. Na, was gibt's? Ich bin erst einmal gegen Norman angetreten. Wow, war der stark. Wie soll ich es sagen? Ich habe den Eindruck, er lebt für seine Pokémon. Norman ist unser neuer Arenaleiter. Ich glaube, er und seine Familie kommen von weit her. Ah, von Kanto, dem ersten Teil. Nun gut, Ich denke mal, die Arena... Was ist heute aus dem Bayern? Ach so, ja, ich denke, das wird praktisch, wenn ich das Fahrrad habe. Okay. Wie sieht's mit meinem Pokémon aus? Vivien, immer noch auf Level 5, meine Güte. Ich will das Vivien ein bisschen trainieren. Yep, 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 yep. Vivien! Ich hab gerade von dir geredet. Los, Vivien gegen Vivien! Episches Duell! Bang! Schup! Schön! Bang! Schup! Nicht so schön. Bang. Schup. Schön. Bang. Nicht so schön. Komm jetzt. Volltreffer. Volltreffer. Komm. Yeah. Du bist ein guter Hund. Ne, ist ja eigentlich ne. So ein Hyäne-Pokémon, ne? Okay. Ach, das geht mehr Punkte. Na denn. Bist du noch ein Trainer? Nee, du bist nicht ein Trainer. Schon, aber ich hab dich schon besiegt. Sag mal. Ach ja, wir haben ja... 20 Uhr, deshalb kommen hier nur Vivians. Ich freue mich aufs Wochenende, wenn ich dann tagsüber Let's Play. Gut, ich könnte genau genommen die Zeit in meinem Zimmer da, also im Spiel, vielleicht ändern, aber ich bescheiße noch nicht. Komm Vivian, du bist der King! Ja, weißt du was, ich heil dich kurz. Oh, noch ein Trank? Meine Güte. Okay, Vivien. Du bist der Hero. Zeig, was du drauf hast. Bang. Schön. Und jetzt Level Up. Schön. Interne Attacke? Nee. Schweinerei. Schweinerei! Schweinerei! Hey, was ist denn da? Bist du ein Trainer? Ah ja, den kenne ich.
Ich habe noch keine Angel, also angle ich noch nicht, denn ich kann nicht angeln ohne Angeln. An alles, Vivian, was ist denn hier los? Level 6 schon, meine Güte, das geht wieder schnell. Oh, das ist schön. Das ist auch schön, wenn es nicht so viel Energie abraubt. Abraubt? Ja, abraubt. Neues Wort erfunden. Haha. So. Blub. 20 Punkte. Ach komm schon. Wisst ihr, was ich mache? Das jetzt anders. Ich gehe in die Arena und mach mal die Halbstarken zuerst, damit ich das Vivian ein bisschen trainieren kann. Ich hoffe, es reicht. Erstmal mit Aufladen. Ja, EP-Teile habe ich irgendwie noch nicht. Aber ja, wird schon irgendwann kommen, ne? Danke, bitteschön. Kostet ja nichts, ein bisschen Strom. Dann macht er nichts. Gut. Gib der Zaster her! Überfall! Nee, Quatsch. Pokéball habe ich glaube ich noch. Aber Trank? Trank wäre gar nicht mal so übel. Ich habe nicht genügend Cash. Was gibt's denn sonst noch? Zickzack. Ah, das kannst du ja nicht mal gern haben. Wie sah der aus? Okay. Und hier alles so Heu-Poi-Kapseln, wie aus Dragon Ball fast. Schutz? Nee, Fluchtzeit brauche ich auch noch nicht. Aber ich merke es mir, wenn ich vor einer Höhle stehe. Habe ich mit denen hier allen geredet? Ja, ich glaube schon, oder? Nee, ich glaube nicht. Den habe ich noch nicht geredet, oder? Auch wenn ein Pokémon jetzt noch schwach ist, es wird ständig stärker. Das Schlüsselwort heißt Liebe. Liebe für deine Pokémon. Ja, ist ja gut. Ich glaub's dir ja. Setzt du Schutz ein? Das ist ein Pokémon-Fan. Und ist sehr nützlich, wenn du es eilig hast. Ja, ja, das stimmt. Absolut. Hast du recht. Hast du einen Gegengriff dabei? Ein vergiftetes Pokémon verliert ständig KP, bis es kampfunfähig wird. Halte deshalb stets Gegengift bereit. Okay, Meister. Ja, ich glaube, das wurde in dieser Edition geändert, dass das Pokémon mit einem KP noch überlebt, also nicht K.O. geht. Vorher war so, wenn man vergiftet ist im Team, konnte man laufen. Ich wollte doch nicht! Ich wollte doch nicht in die Schmalzgurke! Ja, ich glaub's dir, ja! Ja, ist gut! Ja, ich glaub's dir und... Schlimmer als jedes Verhütungsmittel, so eine taube Nuss. Nee, was ich sagen wollte, ja, wenn man so ein Pokémon im Team hatte, im Team, nicht im Team, sondern im Team, und lief so herum, war es immer bebep, 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 und plötzlich ist sein Pokémon ist K.O. gegangen. War nicht schön, aber jetzt, gut, ein Pokémon mit einem KP, gut, das ist nicht K.O., aber... Na du! Wer bist denn du? Na, wenn das nicht Ben ist, dann habt ihr also den Umzug beendet? Ich bin überrascht, dass du ganz alleine hierher gefunden hast. Oh, so ist das. Ein bisschen Pokémon-Begleitung. Ich glaube, du wirst einmal in meine Fußstapfen als Trainer treten. Ben. Ja, ich bin Ben, ja, ja. Das sind großartige Aussichten. Ich kann das kaum erwarten. Oh, was du für einer. Ich! Ich hätte so gerne ein Pokémon, bitte! Wie? Du? Ach gut, du bist Taiko, nicht wahr? Ich werde meine Verwandten in Wiesenflur besuchen. Ich glaube, ich werde mich da noch einsam fühlen, daher würde ich gerne ein Pokémon mitnehmen. Aber ich habe noch nie eines gefangen. Ich weiß nicht, wie das geht. Oh, verstehe. Ben, hast du das gehört? Nein. Hä? Was? Hilf doch die bitte Heiko dabei, ein Pokémon zu fangen. Heiko, hier ich leite dir mein Pokémon.
Heiko hat Zickzacks erhalten. Oh wow, ein Pokémon! Gebt ihr auch diesen Pokéball, dann leg los! Mann, der bekommt alles per Laune. Na gut, ich auch. Oh wow, danke schön! Ben, kommst du wirklich mit mir? Ben, kommst du wirklich mit mir? Ja, ja, beide quatschen mit mir. Na gut, kaum zwei Parts am Aufnehmen, schon bin ich der Oberpro und ich wette ein Pokémon und es ist Entei oder sogar Mew. Heiko, Ben, Pokémon verstecken sich im hohen Gras. Ich esse mir, oder? Nee, und ich an einem Bett. Bitte bleib hier und schau, ob ich sie auch richtig fange. Wow! Ja. Ein wildes Mew erscheint. Hey, ein Trassler, Mann! Ich will auch ein Trassler! Das Mikrozi ist zu Gardevoir! Episches Pokémon! Ja! Geh down, geh down! Hopp, Trassler, hopp, Trassler! Nee, nee, nee. So, du, ich schau dir jetzt ein bisschen zu. Ich mach nix, ich mach nix. Ich will auch ein Trassler! Psycho, Mann! Oh. Nun, muss ich einen Ball werfen, oder? Ich werde mein Bestes geben. Ja, ja. Machst dir was? Soll das ein Tutorial sein? Mann, ich hab schon drei gefangen. Was wollt ihr mir beibringen, Mensch? Na gut, ein Pokéball und in der nächsten Sekunde befreit er sich und ich darf fangen. Ah, Spalzlocke. Dummen haben immer Glück. So. Ich habe es geschafft! Es gehört mir! Mein Pokémon! Ben, danke schön. Lass uns zurück zur Arena gehen. Okay. Und? Hat es geklappt? Danke! Ja, wunderbar! Hier haben Sie Ihr Pokémon zurück. Danke, Ben, dass du... Danke, Ben, dass du mit mir gegangen bist. Ich bin nicht mit dir gegangen. Ich hab dich nur begleitet. Ich gehe nicht mit dir. Ich bin nicht dein Typ. Du bist nicht mein Typ. Euch beiden habe ich es zu verdanken. Mann, sag doch, wer es sagt. Euch beiden habe ich es zu verdanken, dass ich mein erstes Pokémon fangen konnte. Ich verspreche, ich werde mich gut darum kümmern. Oh, meine Mama wartet sicher schon auf mich. Ich muss nach Hause. Bis bald, Ben. Ja, tschüss, Mutterschönchen. Nun? Ben, wenn du ein guter Trainer werden willst, hier ist mein Rat. Geh nach Metaros City, gleich hinter diesem Ort. Dort solltest du die Arena-Leichen Felicia herausfordern. Suche danach die anderen Pokémon-Arenen auf und bis... Mann. Und besiege die Leiter. Ja, nicht die Treppe, die Leiter, ja. Sammle die Orden der verschiedenen Arenen. Verstehst du? Hä? Was? Ich hab gepennt. Ich hab meine Orden gezählt. Ich bin natürlich auch ein Arenaleiter. Auch wir werden eines Tages gegeneinander antreten. Aber erst, wenn du stärker geworden bist, Ben. Gut. Okay. Ich dachte, ich könnte ein bisschen trainieren. Arena von Blütenburg City. Jojo. So. Ja. Bist denn du? Hey, du bist. Weißt du, was Pokémon-Trainer machen, wenn sie einen neuen Orden bekommen? Ist der andere dieser? Nee, was ist denn jetzt wieder? Entschuldige bitte. Lass mich raten. Deine Kleidung verrät mir, dass du ein Trainer bist. Hab ich recht? Nee, ich geh zum Ballett. Hab mein Tütü an. Nun, vielleicht auch nicht. Deine Kleidung ist noch relativ sauber. Entweder bist du gerade erst Trainer geworden oder du bist einfach ein ganz normales Kind. Ich reise durch das Land. Immer auf der Suche nach talentierten Trainern.
Tut mir leid, wenn ich dich aufgehalten habe. Hä? Saubere Kleidung, noch mal nie was von Waschmaschine gehört, du Fussi? Dumme Sau. Route 104, jetzt habe ich effektiv gedacht, da läuft ein Pokéball umher, dabei ist es so ein Ginger Kid, nee, Rotschopf. Also nichts gegen, ja, ihr wisst ja, was ich meine. Bevor du einen Pokéball wirfst, schwäche das Pokémon erst. Wenn es vergiftet ist, eine Verbrennung hat oder schläft, kann es leichter gefangen werden. Ja, sag das mal dem Mewtwo, ja, da kannst du schlafen und machen, da verbratest du trotzdem 70 Bälle oder mehr. Alles schon erlebt. Fifien, schon lange nicht mehr gesehen, alte Schabracke. Alte Schlapperbacke. Okay, gut. Ich geh Flucht. Ich geh Flucht, genau. Ich geh Flucht. Nee. Ach komm schon. Also Fifien hat die Fähigkeit Angsthase und kann immer flüchten. Glaube ich zumindest. Oder es hat zumindest die Dingens. Die Statuswerte dazu. Okay. Gehen wir mal. Das ist ein Haus. Ach so. Du. Du bist bestimmt Ben, richtig? Danke, dass du dich um Heiko gekümmert hast. Er war schon als Baby immer zart und kränklich. Wir haben ihn für eine Weile zu Verwandten nach Wiesen vorgeschickt. Die Luft dort ist viel sauberer als hier. Was heißt das? Wo ist Heiko? Er ist fort, unser Heiko? Frage mich, wo er jetzt wo sein mag. Ja, wer weiß, wer weiß. Heiko war richtig glücklich, als er uns erzählte, dass er ein Pokémon gefangen habe. Ich habe ihn schon seit Ewigkeiten nicht mehr so glücklich erlebt. Ach echt, ich dachte, der wäre immer so benebelt drauf. Okay. Hä? Kein Trainer? Oh nein! Ich bin kein Trainer! Aber stimmt schon, ein Trainer sich in die Augen schauen, ist ja seine Herausforderung zum Kampf. Willst du nicht kämpfen? Weil ich in ihren Blicken aus. Ah, ja, ist ja gut. Ich will dich ja nicht vergewaltigen. Das liegt mir absolut fern. Du, hi, wer bist denn du? Ihr habt dich gar nicht angeschaut. Spuren im Sand zu hinterlassen ist total lustig. Ja, wenn du keine anderen Hobbys hast. Ja, wenn kein PC zu Hause stehen hast, ist das eben so eine Sache. Fridolin, hi Fridolin. Lebe in Frieden, Fridolin. Gut, der Wald. Tickle. Au. Meine Ohren. Leck mich doch. Also Fifien ist echt schwach. Also, ich muss sagen. Ach, vielleicht, dass er noch keine Step-Attacke hat, aber das hat ja Hydropie auch noch nicht. Was ist denn da los? Man weiß es nicht genau. Tackle. Jo, hoho, aha. Das nennt man Volltreffer, Leute von heute. Samurzel, okay. Was ist denn das? Ich muss ganz ehrlich sagen, die dritte Generation ist so an mir vorbeigerauscht. Ich kenne hier weder groß, welche Editionen die sind und alles. Also die haben... Aha. Du wirst irgendwie Pflanzen sein. Nee, also... Dann habe ich mit... Hydropie schlechte Karten. Ah! Das Safkon der dritten Generation. Ja, leck mich doch. Jetzt kann ich den wieder 100-mal bashen. Ja, danke. Ah. Okay, ist gut. Nee, nicht Geduld. Okay. Okay, da nehme ich jetzt... Tut mir leid, ich muss eins opfern. Erik, ich wähle dich. Das Wampel. Was jetzt kommt, könnt ihr euch denken.
Badoing. Hey, das hat ja mehr Ausdauer als ich dachte. Okay. Na gut, na gut, na gut. Was denn? Das Rampen hat echt schlechte Trefferquote. Na toll. Die nächsten Parts verschieben sich um mehrere Stunden. Komm jetzt, noch einmal, bang. Alter! So ein Statusfreak, ne, die habe ich immer am liebsten. Aha, oho, huhuhuhu. Hui, fast, fast. Ikit, ich habe den Sand in den Schuhen. Das ist vielleicht unangenehm. Was ist du für eine Weichflöte, Mensch, Maje. Hier noch mehr. Aha. Hi. Wer bist denn du? Das Meer, was? Ich möchte so gerne wissen, wie es auf dem Meeresgrund aussieht. Okay. Ich habe mir ein stark aussehendes Pokémon geangelt. Es besitzt magische Fähigkeiten, aber sieht sehr stark aus. Ja, wirklich. Okay, sag mal her. Alles Idioten hier. Marco. Marco Rima, bekannt. Ja, gegen das Carpador. Da weiß ich nicht, ob meine Pokémon reichen. Meine Güte. Marco Rima, bekannter Schweizer Komiker. Kennt ihr bestimmt auch. Und das Carpador kennt man sicher auch. Mann, jetzt ist mir die Tränen ins Auge gerutscht vom Lachen. Ein mächtiges, magisches Pokémon und ja, Carpador. Oh ja, die mächtigste Attacke, die es gibt auf der Pokémon-Insel. Komm jetzt, Vivien, also wenn du den nicht kriegst, dann bist du eine Wurst. Da bist du ein Hotdog. Aha. Ja, ich muss halt den Planschen nicht mal besänftigen, ja. Kappa, ja, ja. Und ich dachte schon, der hatte irgendwie... Ja, ein Pokémon kam mir in den Sinn, aber das gab es erst in Kalos. Aber der glaube, die ziehen Kyogre oder Lucia hervor, aber pff. Echt geil. Was? Daneben? Okay. Na los, Vivien, du bist dran. Gib ihm den Gnadenstoß. Dann gibt's Fischstäbchen. Ne, Quatsch. Okay. Ja, 37, Mensch. Ist ja fast nix. Ich hab mal Janera besiegt, das war im gleichen Level und hat 20 mal mehr Punkte. Was? Ja, ja. Jetzt fängt er sich 20 Carpador so gut ist. Im Boot. Geil um Art. Nix Interaktivo. Mr. Brock's Hütte, okay. Wer bist denn du? Ja, Hütte ist gut, das ist eine Halle. Na gut, hi, Trend. Ah, Luft. In dieser Hütte am Meer lebt Mr. Brack. Er war einst ein stolzer Seemann, der niemals Angst vor dem Meer hatte. Haus am See, wer kennt's nicht? Ach, die
Sammle ich die einen noch? Ja, mach ich doch. Mann, die Bäume hier, Wahnsinn. Trainer? Ja. Das Schicksal hat uns zusammengeführt. Darf ich um einen Kampf bitten? Aber nur weil du es bist. Alles verliebt die Schmalz. Oho. Lady Patricia. Ich gehe mal mit einer Patricia in die Schule. Die hatte, glaube ich, einen C. Na, ein Pokémon. Also zeig mal, oder? Zickzacks. Okay. Ich spiele mal mit. Tackle! Shit! Hydro P, zeig, was du hast. Dich bringe ich noch auf Level 10, das glaube ich mir. Das glaube ich mir, genau. Ich lüge mich ja selten an, ne? Ganz, ganz selten lüge ich mich an. Mensch, Meier! Das Wetter macht mich müde. Draußen kübelt's. Ist ja gut. Hau weg den Zickzacks. Ach, du blöde Kuh. Jetzt, seit wann setzen Trainer denn Items ein? Das ist ja was ganz Neues. Okay, so, und bei Routenschlag bleibt. Ist es ertragbar? Übrigens, wusstet ihr, dass in der dritten Generation alle Sprites generell ein helleres Aussehen bekamen? Also, die erste Generation hatte ja sowieso schwarz-weiß und die zweite Generation war so leicht dunkel. Und mit der dritten Generation bekamen alle Sprites ein helleres Erscheinen. Ja, ja. Auch Anime-like, ne? Im ersten Pokémon Blau, ja, da sahen ja die Pokémon aus wie weiß sonst was, aber dann, schon der zweiten Generation, sahen die immer mehr wie im Anime aus. Und das finde ich klasse. Ich finde das gut, wenn sie aussehen wie im Anime. Okay. Oh, meine Güte. Du wolltest doch. Ich wollte auch. Du wolltest doch, ich wollte auch. Es gibt hier ein gutes Pokémon. Vivien! Vivien, hi. Na gut. Ich spiele mal mit. Haha. Oho. Aha. Schiebung! Schiebung! Ich hab nichts getroffen! Gebannt! Also wirklich mit Pokémon hier. Ich glaube, ich nehme kurz ein Fluchtseil mit. Ich gehe ein Fluchtseil kaufen. Was mache ich? Onscreen. Schutz? Brauche ich noch Schutz? Nee. Aber ganz sicher, das Pokémon heilen? Wäre gar nicht mal so schlecht, ne? Hä? Wer seid denn hier? Heißen ist einfach wundervoll. Als er noch jung war, war die See und die Berge mal zu Hause. Okay, gut. Glaubst du? Ich wünschte, ich könnte mit einigen Pokémon auf Abenteuerreise gehen. Sich durch hohes Gras schleichen, steile, zerklüftige Berge erklimmen, das tosende Meer überqueren, dunkle Höhlen erforschen und manchmal ein wenig Heimweh haben. Reisen muss einfach toll sein. Ja, ja, schon gut. Sagte der Ben, der hinterm Computer saß. So, jetzt aber. Hier. Heilen? Ja, ich weiß. Ich mach das nicht zum ersten Mal, weißt du?
Okay, gut, dank. Und noch. Fluchtseil, immer gut. Ein Fluchtseil hätte ich gern und Pokebälle habe ich. Trank, nee, ich will zuerst ganz sicher. Ein Fluchtseil, eins reicht. Ein leichtes reicht. Und noch Trank. Nehmen wir mal 5, 4, 4. Ist eine schöne gerade Zahl. Ich mag gerade Zahlen, ja. 19, 21, 23. Hey, was? Ich hab doch schon... Hä? Nee, ich hab doch nichts gekauft, oder? Doch, ja. Okay, gut. Alles gut. Tja, Leute, von heute, wenn es gefallen hat, den Wald erkunden wir im nächsten Part. Daumen hoch, abonnieren, falls ihr noch nicht habt. Würde mich enorm freuen und wir sehen uns im nächsten Part. Bis dann und tschüss!